Gleich hole ich eine waschechte Bestseller-Autorin ab, Gabi Hauptmann. Ihre Bücher sind in über 34 Sprachen übersetzt und vielfach verfilmt worden. Seit Jahrzehnten begeistert sie Millionen Leser weltweit. Mit einer Gesamtauflage von fast 10 Millionen alleine im deutschsprachigen Raum gehört sie zu einer der erfolgreichsten Autorinnen unserer Zeit. Ihr Meet Your Master-Kurs ist die perfekte Blaupause für jeden, der seine eigene Geschichte zu Papier bringen will. Ich freue mich, Sie gleich zu spannenden Themen wie Vorbereitung eines Romans, Recherche, Entwicklung einer Figur bis hin zu Veröffentlichung befragen zu dürfen. Und sie hat ja so ein Buch geschrieben, Suche impotenten Mann fürs Leben. Als Mann interessiert mich natürlich, was sie zu dieser Suche veranlasst hat. Gabi, grüß dich. Hi, das ist schön. Ja, finde ich auch. So, dann fahren wir jetzt in die alte Brauerei nach Stegen. Ach, wie schön. Am schönen Ammersee. Einem perfekten Wochenende. Ach ja, jetzt als Freiberuflerin gibt es für mich ja eigentlich gar keine Wochenenden. Meine Wochenenden sind ja meist irgendwie mit Arbeit. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, an einem perfekten Tag, an einem Tag, an dem mich nichts drückt, weil nichts auf mich wartet, was unbedingt und dringend erledigt werden muss, genieße ich das, wenn ich dann einfach mal den See ja, genießen kann, den ich ja vor der Haustüre habe. Das ist in deinem Fall der? Bodensee. Und einen Liegestuhl rausnehme und wirklich einfach mal ein Buch lese, was kaum glauben. Und dann platziere ich das Buch und was zum Trinken auf so einem kleinen Tischchen neben dem Liegestuhl. Und ja, und dann liebe ich das einfach mal, so für mich alleine zu sein, Zeit für mich zu haben. Und abends dann schön Freunde vielleicht oder der Pep sowieso, der kocht ja toll. Und dann abends gemeinsam zusammenzusitzen, Weinchen zu trinken und übers Leben und zu philosophieren. Das ist für mich so ein perfekter Tag. Pep heißt dein Freund? Pep heißt mein Freund, wie der Guardiola. War auch übrigens ein großer Fußballer und hat lauter Fußballerfreunde. Also ich auch mal ein Freund der Peppis. Ja, bei mir ist so, ein perfektes Wochenende fängt garantiert an im Kreise meiner Familie. Ich mache ein Frühstück, Eier à la Papilli, weltbekannt. Und so lassen wir den Tag dann starten. Und dann natürlich auch, weißt du, dann spielen wir und machen, gehen spazieren und so. Das wäre für mich bei schönem Wetter ein perfektes Wochenende. Also, liebes Auto, dann stell uns doch mal die zweite Frage. Der peinlichste Moment in deinem Leben. Oh, Gabi. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt bist du gespannt. Ich muss jetzt drüber nachdenken, denn eigentlich bin ich nicht der Typ, der Dinge als peinlich sieht, weil manches ist einfach so. Ich weiß, ein Freund von mir, der war auf der Toilette bei einer Premiere und kam zurück, weil er die Brille immer abdeckt, wenn er sich draufsetzt und hatte dann hinten hinterm Frack die halbe Toilettenpapierrolle hängen. Und ich meine, sowas ist vielleicht peinlich. Ja. Also bei mir ist es eher eine unangenehme Erinnerung. Da war ich noch bei SWF3 damals. Und hatte einer jungen Praktikantin erlaubt, dass sie mir die Bänder schneidet für meine Moderation, also Nachrichten. Ja. Und weil ich nicht wollte, dass sie immer so daneben steht und das Gefühl hat, sie darf nichts tun. Leider hat sie die Bänder falsch geschnitten. Und auf jede meiner, und es war ja live, auf jede meiner Anmoderation kam ein völlig anderer Beitrag. Und aus der Nummer rauszukommen, wenn du überhaupt nicht mehr weißt, was jetzt noch kommt. Ne? Das ist peinlich. Also das war brutal schwierig. Gell? Also das muss ich sagen, das ist für mich im Rückblick eine meiner schlimmsten Momente eigentlich, weil du bist live drauf und du kannst es nicht ändern im Moment. Du bist eigentlich machtlos. Ne? Also das habe ich so ein bisschen so in Erinnerung. Ist schon lang her. Ja, ich hatte mal ein Abschlussfest von einer Serie, das war, glaube ich, Eurocops. Und da haben wir so ein kleines Fest gemacht und dann stehe ich am Buffet und neben mir steht ein Herr, der mich die ganze Zeit so anlächelt und ich habe so ganz schlechtes Gedächtnis, was Personen betrifft. Und da dachte ich aber, ihn erkannt zu haben, sagen Sie nichts, Sie sind von der ZDF-Pressestelle.
Da sagt er, nein, nicht ganz, ich bin der Intendant vom ZDF. Das war auch peinlich. Ja, ja. Du, aber Humor einmal, ist aber immer trotzdem lachbar. Ja, da haben wir beide gelacht. Ja, ja, aber einmal dachte ich, ja, jetzt weiß ich es. War so stolz auf mich. Das ist aber meistens dann so. Ja. Gut, was haben wir denn noch im Portfolio? Welche Eigenschaft an einem Menschen schätzt du besonders? Ja, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Weltoffenheit, Humor, Liberal und Großzügigkeit. Es gibt ja Menschen, die sind so eng im Denken, im Fühlen und auch im Geben, die halt einfach immer lieber nehmen. Und das finde ich, wenn man das dann merkt, also da verabschiede ich mich relativ schnell, weil das ist, finde ich, also wirklich schlimm. Also von dem her gesehen, ja, das darf sein. Gabi, das kann ich eins zu eins, auch in dieser Reihenfolge, würde ich sagen, übernehmen. Das sind wirklich meine Faktoren, auch mit der Großzügigkeit. Ich meine, so geizige Menschen ist was Furchtbares. Es gibt zwar wesentlich schlimmere Charaktereigenschaften, ne, als Geiz, aber Geiz ist so unsexy auch. Es ist so, mag man sich eigentlich nicht mit umgeben. Ja, ich finde auch Ehrlichkeit würde ich auch an erster Stelle tun. Ich schätze mal, da sind wir auch nicht alleine. Das sind halt so die Grundtugenden, die man zu schätzen weiß. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Hause und hier in Stegen. Dankeschön. Ich begrüße Sie zu Meet Your Master, der Talk. Ja, wir sind alles Geschichtenerzähler. Vielleicht macht uns das gerade zu Menschen. Das behauptet mein heutiger Gast, den ich natürlich auch recht herzlich begrüße, die Schriftstellerin, die mehrfache Oscar-Preisträgerin, hätte ich fast gesagt. Genau. Nein, du bist pausenlos in den Top Ten. Du bist sehr oft in Nummer 1 in den Hitparaden. Wie heißt das, nicht Hitparaden? Also in den Bestsellerlisten bei euch. Macht aber nichts, ist ja auch gut. Du bist Regisseurin, du bist Journalistin. Habe ich irgendwas vergessen? Moderatorin. Ah, Moderatorin auch. Deswegen finde ich es so schön, dass du heute mich moderierst. Da habe ich nichts zu tun. Ja, ich freue mich auch sehr, Gabi. Schön, dass du da bist. Freue mich auch, danke. Du sagst, jeder Mensch kann schreiben. Ist das wirklich so? Also ich denke, es ist so, viele Kinder fangen ja an zu malen, zu musizieren, zu schreiben. Also ich glaube, das liegt in uns drin, dass wir viele Dinge eigentlich machen wollen. Und dann, wenn wir älter werden, werden wir in die eine oder andere Richtung vielleicht auch ausgebremst. Aber so ganz theoretisch, wenn man Kinder erzählen ja gerne Geschichten. Und manchmal flunkern sie auch. Aber das ist ja eine Anreicherung für die Fantasie. Und viele Eltern untergraben es dann und sagen, ja, du stimmt ja nicht die Geschichte. Aber es ist ja Fantasie. Und wenn man sowas fördert, dann bringen oft die Kinder das dann später, wenn sie älter werden, auch zu Papier. Und man muss sie einfach von früh auf machen lassen. Ja, als Teenager haben wir ja fast alle geschrieben. Das Tagebuch war unser bester Freund, dem wir alles anvertraut haben. Diese Fähigkeit verlieren wir im Laufe der Zeit. Wie kann man die wieder erwecken? Vielleicht verlieren wir es auch manchmal, weil man sich plötzlich albern vorkommt oder weil man auch denkt, ja, ich bin ja jetzt schon viel erwachsener, das interessiert mich ja alles gar nicht mehr. Oft kommt es eher später wieder. Also wenn du jetzt gerade über autobiografisches Schreiben fragst, das kommt oft so, wenn, ich sage jetzt mal ab 50, wenn die Menschen dann plötzlich denken, sie haben ja eigentlich etwas erlebt und sie haben etwas zu erzählen. Und ab 60 wollen sie es dann unbedingt möglicherweise eben auch ihren Enkeln hinterlassen, dass die mal wissen, was ihre Eltern oder Großeltern eigentlich gemacht haben, wie die Welt war damals, was sich verändert hat und so. Und das ist oft sowas unterstütze ich auch immer und sage, macht, tut's, das ist gut. Und selbst wenn es nicht verlegt wird, es ist toll für die Familie. Ist das auch so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung? Aufarbeitung. Und nicht nur das, das stimmt natürlich. Für viele ist es sogar ein Segen, wenn sie schreiben. Also gerade von meiner einer meiner besten Freundinnen ist der Mann gestorben. Das Erste, was ich ihr gemacht habe, sogar noch, da war ich noch beim Pep zu Hause und habe aus München, bin direkt losmarschiert zum nächsten Buchgeschäft und habe ein schönes DIN A4 Heftchen gekauft mit einem schönen Umschlag, leer, also mit Linien und einem schönen Schreibgerät dazu, also entweder ein Füller oder einen guten Kuli. Und das habe ich ihr praktisch als Beileid geschickt und gesagt,
fang an zu schreiben. Schreib dir deinen Kummer von der Seele oder das oder die Fragen, die du immer an ihn hattest, die nie beantwortet wurden. Oder auch deine Kümmernisse vielleicht mit ihm damals. Oder, aber auch die Freude. Und sowas tut total gut. Also du hast da echt einen guten Freund. Mhm. Wenn man jetzt autobiografisch schreiben will, also über sich, über seine Familie, über seine Freunde, dann könnte man sich ja auch die eine oder andere Blöße geben. Hast du da keine Angst vor? Hast du nie drüber nachgedacht, ob du deine Tagebücher wirklich der Nachwelt hinterlassen willst oder ob du sie lieber vernichtest? Zum Beispiel. Ja, das ist sowas, da denke ich auch drüber nach. Weil ich habe natürlich als Jugendliche alles aufgeschrieben, den ersten Kuss, also bis auch mit meinen Freundinnen, meine Freundin übrigens auch. Wir haben einfach alles aufgeschrieben. Und jetzt denke ich auch so, will ich das eigentlich meiner Nachwelt hinterlassen? Mhm. Oder verfüge ich, dass wenn ich sterbe, dass das gleich mit mir vernichtet werden soll? Also alles ab in die Tonne. Also es ist die große Frage. Eine Frage, die es zu beantworten gibt für jeden. Jetzt haben wir ja alle Erinnerungen in uns, die teilweise bruchstückhaft sind. Was kann man da tun? Gibt es da eine Methode, die wieder lebendig werden zu lassen? Man merkt es oft in Gesprächen, dass irgendjemand irgendwas erzählt und dann gibt es ein Stichwort. Und plötzlich denkst du, boah, nee, stimmt, darüber kann ich auch was erzählen. Mhm. So was habe ich ja auch erlebt. Es gibt ja auch Menschen, die, mit denen kommst du gar nicht ins Gespräch, weil die sich von Stichwort zu Stichwort weiter hangeln. Und dann gibt es einen Monolog. Aber wenn du das versuchst und wenn du das Gefühl hast, ah ja, das war ja damals auch so, da hätte ich eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Dann muss man sich eigentlich dieses Stichwort aufschreiben, weil du hast es dann nach diesem Abend auch wieder vergessen. Ja. Und diese Stichwörter, die können dir helfen, schöne Geschichten aus deinem Leben nachher wieder zusammenzufügen oder Bilder. Die meisten haben ja ein Fotoalbum von früher, da hat man ja noch geklebt. Mhm. Und die anderen jetzt, die haben es halt digital, macht ja nichts. Mal reinschauen, was war denn da? Also sich immer wieder aufschreiben, wenn einem etwas einfällt, das ist ein gutes Mittel. Mhm. Ne? Du sagst ja, in einem Buch kann man viele Dinge bewegen, man kann Gutes tun. Hast du da ein konkretes Beispiel bei deinen vielen Büchern zum Beispiel? Gut, ich habe jetzt mal nachgezählt, 43 Bücher, davon 12 Jugendreiterbücher. Und also es fallen mir jetzt spontan drei ganz kurze Beispiele ein. Mhm. Einmal war es ein Beispiel, ausgerechnet bei Nur ein toter Mann ist ein guter Mann, ist eine Frau sitzen geblieben und ich merke schon immer, wenn ich eine Lesung habe und es bleiben welche sitzen, dann weiß ich genau, die haben was auf dem Herzen. Ja, ja. Die kam dann zu mir beim Signieren am Schluss, sie stand dann auch und hat gewartet und kam dann, ich muss mich bei Ihnen bedanken. Da habe ich gesagt, nee, kann nicht sein, ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie sind ja zu mir gekommen, das ist ja immer ein Anlauf, weißt, man muss ja hin, du musst bezahlen, brauchst einen Platz. Nein, sagt sie, sie hat Krebs und sie hat sich aufgegeben. Und ihr Sohn hat Nur ein toter Mann ist ein guter Mann gekauft und hat ihr das gegeben. Und anhand dieser Ursula, die es ja auch nicht leicht hatte, aber sich halt durchgekämpft hat, hat sie dann gedacht, also was die kann, kann ich auch. Und sie sagt, und wissen Sie was, ich habe das gelesen und ich habe meinen Sohn angerufen und habe gesagt, ab jetzt kämpfe ich. Und das sage ich Ihnen jetzt. Und sowas, da kriege ich gerade eine Gänsehaut wieder, weil sowas ist so toll, wenn du solche... wenn du bei so vielen Büchern nur einem einzigen Menschen was mit auf den Weg geben kannst, dann ist das wirklich toll. Muss da man hast du sagen. Komplett recht. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man etwas Gutes tun kann, wenn man schreibt. Du sagst ja auch, dass jedes Buch so eine Art Initialzündung braucht. Mhm. Ist das so? Ist das wirklich bei jedem Buch so? Also ich könnte wahrscheinlich stundenlang über die Entstehung von jedem einzelnen Buch plaudern. Manchmal ist es auch die Initialzündung eines Sprichworts oder irgendjemand sagt etwas. Also der Freund meines Lebensgefährten sagte beispielsweise irgendwie mal, als wir zusammen waren, Scheidung nie nur Mord. Das ist ja eine heiße Nummer. Scheidung nie nur Mord, sagte der, als wir so spazieren gegangen sind. Und daraus hat sich eine ganze Geschichte entwickelt. Ich habe gedacht, wie kann das sein, Scheidung nie nur Mord, was hängt denn da dran? Mhm. Was entwickelt sich da? Und wenn ich so eine Weile sowas im Kopf habe, dann entwickelt sich um diese Begriffe, was da dahinter steckt, ne? Eine ganze Geschichte. Also das kann ich eigentlich bei jedem Buch sagen. Oder aber ich höre halt irgendwas und sehe was. Du musst halt mit offenen Ohren und mit offenen Augen durchs Leben laufen.
Wie wir Schauspieler auch. Wie die Schauspieler auch. Ja, ja. Jetzt drängt sich mir natürlich die Frage auf, Gabi, du ahnst es vielleicht schon, was für eine Initialzündung es bedarf, so ein Buch zu schreiben, so einen Titel zu kreieren wie Suche im potenten Mann fürs Leben. Ich hab's geahnt. Ja, das wusste ich. Weißt du, das ist eigentlich schon irre, weil überleg mal, das war 1995. Ungefähr, also, als wir uns kennengelernt haben. Ja, ungefähr damals. Mhm. Aber du warst nicht die Initialzündung. Nichts zu tun. Ich glaube, damals warst du ziemlich ordentlich unterwegs. Nein, du hast damals deine tolle Frau kennengelernt. Ja, ein bisschen später. Aber ja, stimmt. 2000 habt ihr euch kennengelernt. Genau. Mensch, das Kinder, wie ich in deinem Leben Bescheid weiß. Ja, Wahnsinn. Du solltest mich wirklich mal interviewen. Ja, das würde ich gerne tun. Also jetzt aber nicht ablenken hier mit dem impotenten Mann. Ja, also der impotente Mann. Also jetzt gehen wir mal, wie viele Jahre sind denn das? Jetzt gehen wir mal 30 Jahre zurück. Vor 30 Jahren war ich ein begehrte junge Frau, die ständig an Männer geriet, die sich vorgestellt haben, wie das jetzt alles toll mit mir wäre. Und damit hatten sie aber eigentlich nur eins im Sinn. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich wahnsinnig genervt war von meinem damaligen Freund. Und er hat mir gesagt, also weißt du was, wenn du dich an mir oder wie soll ich sagen, wenn du erotisch Gedanken kriegst, wenn du mit mir zusammen bist, aber wenn du schon aufgezäumt vor der Tür stehst, bevor du klingelst, dann finde ich das einfach zu viel. Ne? Mhm. Also diese 27-Jährigen, die sind ja immer nach dem Motto, wie viel, wie oft und gibt es da wahrscheinlich auch irgendwelche Listen. Also jedenfalls ging mir das auf den Wecker. Und ich war damals beim Fernsehen und ich hatte eine Drehpause. Ich habe ja damals Filme gemacht und ich saß bei mir im Garten am See, ich wohne am Bodensee, und habe die Enten beobachtet. Und eine Ente wurde von 5 Erpeln verfolgt. Und das weiß man heute, dass Enten da wirklich manchmal gefährlich leben. Die können auch unter Wasser gedrückt werden, sind dann tot. Aber jedenfalls habe ich gedacht, ich als Tierfreundin, die jeden einzelnen Regenwurm von der Straße aufliest, habe gedacht, gib mir so ein kleines Gewehr, dann gebe ich denen mal Pulver aufs Gefieder. Ne? Mhm. Und während ich das gedacht habe, habe ich gedacht, aber mancher Mann, könnte ja auch mal ein bisschen Pulver aufs Gefieder haben, nötig haben und sich dann auf Dinge konzentrieren müssen, die er eben nicht mit seinen 10 Zentimeter denkt, regeln zu können. Mhm. Und von dem her gesehen, da kam dann der Gedanke. Und das war wirklich eine Sache. Ich hatte den Titel im Kopf, ich hatte die Geschichte im Kopf. Ich bin hoch, habe ein Exposé geschrieben, habe es an den Verlag geschickt. So. Also eine ganz pragmatische Entscheidung. Es war einfach eine pragmatische Entscheidung. Gut, da bin ich ja beruhigt, dass ich du hast mitgespielt damals. Ich habe in dem Film mitgespielt. Ja. Im Kinofilm. Der Titel hat mir gut gefallen. Ja, der Titel hat dir gut gefallen. Du warst der Baron oder sowas. Es ist wirklich so, dass ich Titel auch in Filmen ganz wichtig finde. Das ist eine Sache, die oft unterschätzt wird. Aber da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Sag mal, wenn du ein Buch schreibst, weißt du da vorher schon, wie das ausgeht? Oder schreibst du einfach drauf los? Also, es gibt 3 Eckpunkte. Ich weiß, wie ich anfange, weil ein Buch. Also so geht es mir, wenn ich in die Buchhandlung gehe. Ich gehe gerne in Buchhandlungen, ich finde Bücher halt einfach spannend. Dann schlage ich auf, also erstmal Titel, so wie du sagst, Titel und Cover. Mhm. Dann schlage ich auf, dann lese ich wirklich die erste halbe Seite. Und wenn das Buch es nicht schafft, mich da reinzuziehen, dann macht es auch gar keinen Sinn, das weiterzulesen. Dann weiß ich jetzt schon, das wird mich nicht packen. Also ein Buch musste ich, also mich, von der ersten Sekunde an reinziehen, also so, dass ich das Gefühl habe, ich will da drin bleiben. Mhm. Und dann habe ich einen Plot in der Mitte irgendwo, da muss ich drehen und dann zum Ende weiß ich, wie es ausgeht. Dazwischen entwickelt sich alles ziemlich frei. Das entwickelt sich schon. Aber den, sagen wir mal, den Mittelplot hast du schon, wenn du anfängst. Ja. Also bis zur. Ich weiß ungefähr, ab wann sich's dreht oder. Bei mir sind es ja oft versteckte Krimis. Also es ist nicht der Krimi, einer ist tot und jetzt jagen wir den Mörder. Sondern ich finde es ja viel interessanter, was dir im Leben wirklich passieren kann. Dass du im Leben plötzlich an eine Klippe kommst. Mhm. Irgendwas entwickelt sich und jetzt stehst du da und musst damit kämpfen, damit umgehen. Wie bei Scheidung Nino Mord. Die kommt hinter die Machenschaften ihres Mannes und es geht ihr eigentlich an den Kragen. Also, und von dem her gesehen finde ich das viel interessanter, wie das Leben halt so spielt. Weil es fällt dir ja nicht jeden Tag eine Leiche vor die Füße. Ja. Gut, dann gehen wir es mal weiter an, den Prozess. Jetzt sitze ich da mit gespitztem Bleistift oder vor einem Computer und will meine Geschichte schreiben, wie auch immer die aussieht. Und auf einmal fällt mir ein, oder es stellt sich mir die Frage, in welchem Stil schreibe ich eigentlich? Also wie wir denken, ist ja klar, das haben wir ja im Kopf, das kennen wir von klein auf. Aber ist das repräsentierbar? In welchem Stil?
Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, da kommt es dann auf dich drauf an. Also wenn es deine Geschichte ist und du willst sie verfremden, dann kannst du natürlich in der dritten Person schreiben. Dann schreibe ich eben nicht als ich, sondern als Henriette oder wie auch immer. Mhm. Und die Henriette kann ja Dinge machen, mit denen muss ich mich ja nicht identifizieren. Also das ist ja wie beim Schauspiel, wenn du einen Mörder spielst, kannst du ja aus deiner Rolle raus und der kann ja alles Mögliche machen. Das bist ja nicht du. Obwohl du wahrscheinlich dann darauf angesprochen wirst beim Metzger. Was haben sie denn da gemacht, Herr Lauterbach? Wie böse. Wirklich, ja. Aber das ist dieses Reinschlüpfen. Und von dem her gesehen musst du halt einfach entscheiden. Und ich denke dann, also wenn man sich verkrampft, also ich rate immer, schreibt zunächst einfach mal so los, wie es euch in den Sinn kommt, wie es euch geht. Und ganz zum Schluss, das ist übrigens auch etwas, was man oft beim Fernsehen macht oder so, ganz zum Schluss oder auch bei Hörbüchern, machen wir nochmal den Anfang. Weil dann bist du drin und dann gefällt dir vielleicht der Anfang nicht mehr. Bei Hörbüchern ist es oft so, dass man es dann anders spricht, wenn man vorne die ersten, was weiß ich, 5 Minuten nochmal spricht. Mhm. Und genau so ist es beim Schreiben eigentlich auch. Erstmal loslegen, dich freischreiben, dann findest du deinen Stil, dann weißt du, in welche Richtung das geht und dann passt es. Du hast ja auch immer noch einen Lektoren im Rücken, der dann auch nochmal drüber geht. Also wir kennen uns schon so lange wie wir. Ja. Mein Lektor und ich, wir sind ja schon fast verheiratet. Ne? Ja, das ist ja auch eine große Bezugsperson für einen Schriftsteller. Ne? Ja. Wie schaffst du es denn, dass deine Figuren, wie auch immer sie dann geartet sein werden, dass die Menschlichkeit eingehaucht kriegen, dass man Empathie für sie entwickelt? Ja, da sind wir wieder bei so einem Punkt, wo du gleich spürst, wenn du in ein Buch eintauchst, ob das leblose Figuren sind oder ob die leben. Und das größte Kompliment ist wirklich, Heiner, wenn man mir dann sagt, ich war am Schluss, also meine Jugendreiterbücher, Kaya, ich war am Schluss, ich bin Kaya. Ich bin Kaya und empfinden das auch so. Und ich habe ja durch Kaya, das hast du wahrscheinlich vorhin auch ein bisschen angesprochen, da geht es um die Noriker-Fohlen in Österreich, die ja wirklich gezüchtet werden, die werden halt einfach auf der Wiese produziert und purzeln da. Und dann kriegen die Bauern von der EU 500 Euro. Die Noriker sind eine aussterbende Pferderasse. Und am Schluss, es ist ja ganz klar, wer soll denn all diese Fohlen kaufen? Die landen mehr oder weniger auf den Auktionen. Und dann gibt es in Maishofen die absolut letzte Auktion, wo diese Fohlen, die schon total müde sind, von Auktion zu Auktion, dann noch eine Chance haben, möglicherweise einen Privatmann zu finden. Aber nachts kommt die Schlachttransporte aus Italien. Und das habe ich beschrieben in Kaya rettet Fohlen. Du glaubst nicht, wie viele Jugendliche mit mir da nach Maishofen fahren wollten zum Fohlen retten und zum Demonstrieren. Ja, schön. Es ist nur daran gescheitert, dass sie alle minderjährig waren. Und ich konnte die Verantwortung nicht. Die hatten die größte Empathie. Und das ist die viele Empathie. Mädchen sehr wahrscheinlich. Sind viele Mädchen, aber es gab auch Jungs. Ich habe auch viele Lesungen gehabt, waren viele Jungs dabei. Ja. Ich habe dann immer gesagt, wenn ihr so einen Pony verstecken wolltet, weil vielleicht das verkauft werden soll, wo würdet ihr das hin tun? Die Jungs haben immer gesagt, unters Bett. das ist so wie der Backer, weißt du? Oder ich weiß auch nicht, die Mädchen haben gleich gesagt, den Stall. Ja, und die Jungs haben immer gesagt, ich verstecke das unter dem Bett. Sicher, ja, ja. Wenn, meine Damen und Herren, Sie trotz all diesen tollen Vorbereitungen trotzdem an einer Schreibblockade leiden sollten, dann würde ein Gang zum Kühlschrank helfen. Warum das so ist, das erklären wir Ihnen gleich nach einer kleinen Pause. Ein weißes Blatt Papier, eine unbeschriebene Seite auf dem Computer, das kann einem schon Angst machen. Ein Gang zum Kühlschrank würde da helfen. Das behauptet unser heutiger Gast Gabi Hauptmann. Was hat es damit auf sich, Gabi? Eigentlich geht es nur um einen Ortswechsel. Also wenn du davor sitzt und du hast wirklich mal das Gefühl, jetzt kommst du nicht weiter oder du weißt, eigentlich ist jetzt ein Break, jetzt muss was passieren. Also ich schreibe ja immer so, dass es für mich selbst spannend ist. Wenn ich mich anfange beim Selbstgeschriebenen zu langweilen, dann läuft was schief. Also, dann denke ich mir, so läuft die jetzt so rum oder so rum, oder geht die Geschichte in die Richtung oder in die Richtung und so. Und dann stehe ich mal auf und mache einen Ortswechsel. Und bei mir geht es immer an den Kühlschrank. Dann klappe ich den Kühlschrank auf, dann schaue ich, was Leckeres drin ist. So, oder schau mal, was Pep gekocht hat, so in die Töpfe.
Und dann marschiere ich wieder zurück und dann geht es eigentlich schon wieder weiter. Und das Beste ist immer, wenn du der Geschichte hinterherlaufen musst. Also wenn du nicht so schnell schreiben kannst, wie da oben die Geschichte sich schon entwickelt. Mhm. Schade, ich dachte schon, das wäre für mich ein Alibi, um vielleicht ein Stück Kuchen zu essen oder so. Das wäre die Rechtfertigung, dann hätte ich auch noch angefangen zu schreiben. Aber es ist, wie man sich vielleicht denken kann, es ist einfach aufstehen, was anderes machen. Du kannst auch einen Rasen mähen. Kopf frei kriegen. Ja, du kannst auch einen Rasen mähen. Ja. Irgendwas halt einfach anderes tun. Ne? Oder mit dem Hund mal kurz spazieren gehen oder auch ohne Hund. Mit einem Mann. Möglicherweise? Ja, mit meinem Mann, ja. Also ich? Du, ja. Wir wollen jetzt keine falschen. Du sagst, so. Es gibt viele Fallen, in die man tappen kann, wenn man sich mit diesem ganzen Prozess auseinandersetzt, des Schreibens. Was wäre zum Beispiel eine und wie kann man diese Fallen umschiffen? Also eine ist sicherlich, ich bekomme ja sehr viele Anrufe. Ich bin ja Gott froh, muss ich dazu sagen, dass es diese Plattform Medium Master jetzt gibt, weil ich bekam ja, oder ich bekomme ja immer noch ganz viele Anrufe oder Mails oder Leute haben meine Adresse rausgefunden, die schreiben mir dann. Und es geht ja dann immer um Tipps. Können Sie mir sagen, wie soll ich das machen? Oder können Sie gleich für mich schreiben? Ich habe eine ganz interessante Lebensgeschichte, vielleicht schreiben Sie die für mich. Oder wo finde ich den Verlag, wie mache ich das überhaupt? Und also da bin ich echt dankbar, weil ich verweise jetzt immer alle an die Plattform und sage, guckt euch das an und dann seid ihr darüber informiert. Also die größte Falle ist meiner Meinung nach, wenn Menschen glauben, dass sie bei diesen Verlagen die 3.500 Euro dafür verlangen, dass sie dein Buch rausbringen landen. Weil das mag schon sein, dass du dann die Bücher gedruckt hast. So, aber ab jetzt, was passiert denn dann mit deinen Büchern? Du verschenkst es deinen Freunden, deiner Familie, dann hast du immer noch 1.500 im Keller liegen. Dann überlegst du, was mache ich denn jetzt? Weil das Versprechen, dass die nachher irgendwo in einem Buchhandel landen, das kann kein Verlag. Kein Verlag kann den Buchhändlern erklären, wo irgendein Buch liegen soll. Da langen die sich an den Kopf und sagen, hey, also wir entscheiden das selbst. Ja. Und wenn dieser Verlag, dem du da 3.500 Euro bezahlt hast, für das, dass er das Buch druckt, nicht die richtigen Verteiler hat, nicht die richtigen Connection hat und nichts, dann wirst du dein Buch im Leben nie irgendwo sehen. Dann hast du es wirklich am Schluss bei dir im Keller und dann hast du, dann kannst du es eigentlich auch selber drucken lassen und dann hast du weniger Geld ausgegeben und hast dann 20 Exemplare, die kannst du dann verschenken. Wie du gerade schon richtig beschrieben hast, sagst du in deinem Kurs bei uns auf der Wissensplattform Meet Your Master, was man alles falsch machen kann, was man richtig machen sollte, auf dem Weg vom ersten Skript bis zum Verkauf des Buches. Mhm. Wir wollen uns das mal anschauen und einen kleinen Vorgeschmack uns holen auf diesen Kurs. Spürst du das Buch in dir? Dann stell dir folgende Frage. Möchte ich mir meine ureigene Geschichte endlich von der Seele schreiben? Oder will ich vielleicht mein Leben oder das meiner Vorfahren für meine Kinder und Enkel aufzeichnen, damit es nicht vergessen wird? Wir alle sind Geschichtenerzähler. Vielleicht macht uns genau das zu Menschen. Jeder kann schreiben, jeder kann singen, jeder kann tanzen. Teenager beispielsweise schreiben gern Tagebuch. Warum? Weil sie ihre Gefühle ausdrücken wollen, weil sie das, was sie belastet, was sie erfreut, weil sie das irgendjemandem mitteilen wollen. Und genau das kannst du auch. Bei wem kannst du ehrlich dein Herz ausschütten? Von dem her gesehen ist so ein Buch eine wunderbare Sache. Du sitzt da und du kannst dich öffnen. Weil du öffnest dich einem Freund, der hinterfragt nicht, der belächelt dich nicht, der beschimpft dich nicht. Da kannst du einfach mal alles loswerden. Du musst dich einfach nur noch mal an deine Kindheit erinnern, in deine Gefühle zurückgehen, in diese Welt, die du schon hattest. Die Inspiration kommt, wenn du dir die Zeit nimmst, Dinge auf dich wirken zu lassen. Und du kannst dann mit deinem Buch etwas bewegen. Ich erzähle dir von der Pike bis zum Ende alles das, was du tun kannst, wo die Fallen sind, wo die Glückseligkeit ist, wie es dir gut geht. Schreibe nur das, was du siehst, was du kannst und was du erlebst. Fang an. Du musst nur an dich glauben. Mein Name ist Gabi Hauptmann und ich begrüße dich bei Meet Your Master. Schön gemacht. Echt schön gemacht. Kompliment an die. Danke. Muss ich wirklich sagen. Gabi, du sagst,
glaube an dich und dann schaffst du es auch. Mhm. Hattest du diesen Glauben an dich von Anfang an oder muss man den sich auch irgendwie erarbeiten? Also wahrscheinlich beides. Es kommt sicherlich darauf an, wie du aufgewachsen bist. Also meine Mutter, also meine Eltern waren ja sehr liberal und uns Kindern gegenüber sehr freizügig, also mit allem. Also sie haben uns nicht eingeengt. Und meine Mutter, ich kann mich gut erinnern, da gab es so ein Foto, da war ich so, ich weiß nicht, so sechsjährig. Da sind wir an so einem Baum entlang marschiert und ich bin ja gerne auf Bäume geklettert. Und dann sagte ich ihr, da dieser Ast, der würde mir jetzt gefallen. Meinst du, der hält, weil der so morsch aussah, wenn ich jetzt da hochklettere? Und dann sagte sie zu mir, probier's aus. Mhm. Mehr als dass du runterfallen kannst, kannst du ja nicht. Ne? Also entweder hält er oder er bricht. Und das ist für mich eine Lebensphilosophie für immer und ewig, weil egal, was du machst und wenn du fünfmal deinen Beruf wechselst, also bei mir war es das, ich habe ja erst mal geschrieben bei der Zeitung, dann hatte ich ein Pressebüro aufgemacht, dann habe ich einen der ersten privaten Radiosender mitgegründet, dann habe ich plötzlich Fernsehen gemacht, dann habe ich in Brasilien einen Spielfilm gedreht als Autorin und plötzlich war ich Regisseurin, hab produziert, meine eigenen Filme gemacht. Also ich bin ja praktisch von Herausforderung zu Herausforderung marschiert. Irgendeiner hat mich gefragt, kannst du das? Dann habe ich so ja gesagt. Und danach habe ich gedacht, bist du verrückt? Das kannst du gar nicht. Ne? Und, aber seltsamerweise, wenn man schon mal sagt, okay, ich kann das, da kann man es irgendwie dann auch plötzlich. Und ich denke, das liegt viel an den Eltern, dass man sagt, mach, du kannst. Ja, was du getan hast, was ich daraus höre, ist, dass du dich immer mal auf die andere Seite begeben hast auch. Davon profitiert man ja auch gemein im Leben, ne? Dass man über den Tellerrand hinweg sieht, nicht nur seine Arbeit sieht, sondern auch, was macht denn der andere eigentlich? Was hat der für Ängste und Sorgen? Ja, das ist diese Herausforderung, wenn etwas an dich herangetragen wird. Das geht dir doch auch so. Also du bist ja auch von der Regie über Theaterschauspieler zum Film, Fernsehen. Moderation. Moderatoren plötzlich, ja. Das ist ja auch, hey, das ist ja auch ein neuer Weg für dich. Ja, ja. Muss man ja mal andersrum sehen. Ich meine, jetzt sitzt du auf der Seite. Normalerweise würden wir jetzt, wir machen einen totalen Rollentausch, wenn man es genau sieht. Es war mir aber immer wichtig, deswegen habe ich auch Regie gemacht, um die Schauspieler mal oder die Regisseure mal besser verstehen zu können. Mhm. Und seitdem weiß ich, was das für eine furchtbare Arbeit ist, teilweise mit Schauspielern. Ja, ja, die können super kompliziert sein. Ja. Wie gehst denn du um, wenn du Enttäuschungen erlebst, zum Beispiel in Form von schlechten Kritiken? Was machst du da? Also bei schlechten Kritiken, und das wird euch auch so geben im Theater und so, muss man immer sehen, aus welcher Ecke das kommt. Ja. Also ich lese ja dann schon an den spitzen Bemerkungen, aus welcher Ecke das kommt. Und dann nehme ich das schon gar nicht ernst. Also früher hieß es dann die mit dem Porsche, die mit den High Heels und mit den langen blonden Haaren. So, die sind jetzt kurz, also habe ich das geändert. Aber im Endeffekt habe ich ja dann schon gewusst, das brauchst du nicht ernst zu nehmen. Da kommt so viel innerer Hass, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber so negative Strömungen, ja, ja, dass man sich dem gar nicht unterwerfen sollte. Das merkst du schon. Bist natürlich auch Profi dann mittlerweile. Ja. Man macht da seine Erfahrung. Sag mal, jetzt hat man, sagen wir mal, wir haben das Buch fertig geschrieben. Man muss das ja auch an den Mann oder die Frau bringen. Was muss ich machen? Ja gut, bei mir war das damals so, dass es noch keine Agenten gab. Die Agenten gab es in Amerika, aber bei uns in Deutschland nicht. Also bei uns war es tatsächlich so, dass man die Verlage, also bei meinem allerersten Buch, Alexa die Amazone, Jugendreiterbuch, bin ich wirklich auf die Buchmesse, das empfehle ich übrigens heute noch, die Frankfurter Buchmesse, jetzt kommt die Leipziger Buchmesse, einfach mal auf die Messen gehen und sich mal diese Nischen anschauen. Das Wunderschöne in Frankfurt ist ja, dass jeder Verlag eine wunderschöne Nische hat, wo du reingehen kannst, wo du gucken kannst, was für Bücher produzieren die eigentlich, fühle ich mich da wohl, habe ich das Gefühl, ich würde da reinpassen, dann sollte man die Leute dort nicht anquatschen, weil die sind mit ihren Terminen so voll und die kriegen ja nur einen Herzschlag, wenn du sagst, übrigens, ich habe da auch ein tolles Manuskript, nehmen Sie mal. Das hat übrigens nur Hera Lind geschafft damals. Sonst hat es noch nie jemand geschafft. Aber man kann sich diese Stimmung merken, man kann sich die Adresse merken, man kann im Internet nachschauen, wer ist denn da eigentlich der Cheflektor. Also mein Tipp war dann immer, ich habe mir dann damals die Cheflektoren rausgeguckt. Bei meinem ersten Jugendreiterbuch habe ich 25 Verlage angeschrieben. Damals noch nicht über Computer, ne? Sondern wirklich einzeln, ging ja gar nicht anders. Und an den 27. habe ich mich nicht rangetraut. Das war nämlich FN, also die Reiterliche Vereinigung, die Dachorganisation, die hatten ja auch einen Verlag. Da fühlte ich mich nicht gut genug. Dann habe ich es doch gemacht, weil ich 26 Absagen hatte. Und die haben es genommen. Und es ist für mich wieder so ein Beweis, dass man nie zurückschrecken darf. Man muss immer nach dem, wenn du nach dem Höchsten, also ich verhandle auch gar nie unten, sondern ich sage immer gleich oben.
Weil runtergestuft wirst du immer. Aber wenn du schon unten anfängst, wo sollst du denn dann noch hin? Ne? Geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Gabi, der Dramatiker Heiner Müller hat mal gesagt, für ihn ist das Wichtigste beim Schreiben erstmal der Titel. Also ohne großartigen Titel fängt er gar nicht an. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Weil Titel inspirieren dich selbst. Ein guter Titel, also wenn dir ein guter Titel, wie ich vorhin sagte, Scheidung, Nino oder Mord, da ist einfach ein ganzes Buch draus entstanden. Oder auch Suche impotenten Mann fürs Leben. Mhm. Oder ich wollte ja danach aufhören. Da hast du auch zuerst den Titel bei. Ich hatte zuerst den Titel, die Idee, also eigentlich alles gleichzeitig. Und dann wollte ich eigentlich aufhören, weil ich gedacht habe, ich will wieder meine Filme machen. Da habe ich mich einfach wohlgefühlt und ich will jetzt nicht weiterschreiben, ist mir alles, will ich nicht. Und habe meinem Verlag, der natürlich gut Geld verdient hat und wollte, dass ich weiterschreibe, gesagt, mein nächstes Buch heißt Nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Und die alle, oh, Gottes Willen, das können wir nie verkaufen. Und ich sage, prima, dann gehe ich jetzt wieder. Mhm. Und von dem her gesehen, wurde es ja dann auch ein Weltbestseller. Also Titel bewirken natürlich, ich habe es ja vorhin selbst gesagt, Titel bewirken natürlich wahnsinnig viel. Ja. Und wenn mir mal ein Titel nicht einfällt, also mein Lebensgefährte weiß es, ich weiß noch, da waren wir in Thailand irgendwo, hatten einen schönen Bungalow. Ich bin an diesem Swimmingpool gesessen. Ich habe eigentlich immer nur aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, nee, der passt nicht und das ist nicht. Und ich hatte die Geschichte im Kopf, aber mir fehlte der richtige Titel. Utz Weber hier, Regisseur in München, hat mir übrigens auch, mit dem habe ich in Brasilien mal gedreht. Wir saßen auch schon den ganzen Nachmittag hier in einem Hotelgarten und haben einfach mal so gebrainstormt. Das ist eigentlich das Tollste, ein Glas Rotwein. Du hast nichts, du armer Kerle. Na, also ein Glas Rotwein und dann die Gedanken laufen lassen. Einfach mal fließen lassen. Alles, jeden Blödsinn aufschreiben. Selbst was den Titel betrifft. Was den Titel betrifft. Mhm. Selbst wenn es auch andere Sachen, selbst wenn es unsinnig erscheint. Ja. Einfach mal durchlaufen lassen. Wie wichtig ist denn dann auf der anderen Seite das Cover und der Klappentext? Auch. Also da bin ich ja Gott sei Dank mit meinem Lektor Thomas Teppe. Und bis vor kurzem war mir ein Dreieblatt, Eva Brenndorfer, die war genauso lang dabei. Die ist ja in meinem Alter, aber die als Pressechefin, die ist jetzt verabschiedet worden. Das ist schade. Wir haben immer gesagt, wir drei überleben jeden Verleger und jeden Geschäftsführer, weil wir sind uns einig. Mhm. Und das gehört ja auch dazu, dass du dir einig bist. Das ist wichtig, ja, absolut. Gell? Dass man Freunde hat in der Branche. Genau. Und das Cover wird mir vorgelegt und manchmal mehrere und mehrere. Und also für mich ist es total wichtig, weil genau das ist der Punkt. Ich gehe rein in eine Buchhandlung, ich sehe ein Cover, das muss mich ansprechen. Ja. Und wenn mich unsere eigenen Cover nicht ansprechen, ich finde, das ist auch ansprechend, weil das einfach, das schenkt dir so ein gutes Gefühl, so ein Zuhausegefühl, so irgendwas Warmes für den Bauch. Kommen wir gleich noch hin. Jetzt nehmen wir mal an, du hast den Verlag deines Vertrauens, mit dem du schon lange zusammenarbeitest. Und die schlagen dir jetzt einen Titel vor, den du aber blöd findest. Nimmst du den dann trotzdem, weil sie haben natürlich auch viel Erfahrung? Jetzt gehe ich wieder drei Schritte zurück, denn heute haben die meisten Leute Agenten. Du kannst mit den Verlagen eigentlich nicht mehr direkt, sondern es gibt Agenten. Ich sage dann auch immer, sucht euch einen Agenten, der in eure Richtung irgendwie passt. Das kann man übers Internet, das kann ich vorher nicht sagen, weil ich nie einen Agenten gebraucht habe. Aber der Agent, muss man auch sagen, den musst du jetzt nicht bezahlen, diese 3.500 Euro, sondern der ist erfolgsabhängig. Wenn der Erfolg hat und dein Buch vermarktet, ist er immer mit 15% dabei. 10-15%, kann auch mal mehr sein, je nachdem. Mhm. Und der verhandelt dann auch für dich. Und jetzt ist es aber so, es kommt natürlich darauf an, wie viel Mitspracherecht du eigentlich hast. Weil wenn du natürlich ein junger Autor bist, dann wirst du dich noch nicht durchsetzen. Wie ist es in deinem Fall? In meinem Fall ist ganz einfach so, dass wir alle, und auch unsere neue, oder die ist ja jetzt auch nicht mehr neu, die ist jetzt 5 Jahre dabei, unsere Verlegerin, von Lovenberg, Felicitas, dass wir das einfach besprechen. Und wenn mir aber du hast gefällt, die letzte Entscheidungsgewalt, oder? Ja, aber ich habe diesen Verlag auch mal finanziell gerettet mit dem Suche impotenten Mann fürs Leben. Der war ja Konkurs. Und ich habe da auch ein bisschen eine Sonderstellung dadurch. Mhm. Also die sind wahnsinnig lieb mit mir alle. Ich komme auch einmal im Jahr mit Geschenken, Nikolausi. Und weil ich finde, und ich habe damals gedacht, das ist normal, dass man sich einfach bedankt. Nach dem impotenten Mann bin ich gekommen, habe gesagt, wer hat alles mitgearbeitet an dem Buch? Ich bedanke mich überall und habe Geschenke verteilt. Und alle haben mich so angeguckt und gesagt, das haben sie noch nie erlebt. Nee. Autoren bedanken sich nicht, Autorinnen bedanken sich nicht. Das ist selbstverständlich, dass andere was für einen tun. Und wenn es ein Erfolg ist, dann war man selber. Und wenn es ein Misserfolg ist, dann sind es alle die anderen. Das ist übrigens wie bei der Rallye. Wenn du gut gefahren bist, hast du einen Erfolg und dein Mitarbeiter, dein Fahrer auch, aber der wird nicht, der Co-Fahrer, der wird ja nicht. Ja, das ist so. Sag mal, apropos Autoren, wie wichtig, du hast es eben schon angesprochen, ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen, wie wichtig ist für dich, für einen Autoren,
selber zu lesen, viel zu lesen? Also für mich nicht so. Also ich lese schon gern. Ich habe jetzt auch meine Tage mit Felice, das ist für mich ein sehr berührendes Buch, gelesen. Und jetzt gerade habe ich mir ein Hörbuch runtergeladen, als die Großmutter im Regen tanzte. Da kommt es dann wieder auf die Stimme drauf an. Also Hörbücher sind, finde ich, also wenn dir die Stimme nicht passt, dann passt dir das ganze Hörbuch nicht. Und ich habe schon, ich schalte gleich weg, wenn ich das nicht ertrage. Ja, es so, gibt leider auch Sprecher, die unglaublich singen, haben wir das immer genannt. Also das ist, oder Männer, das kann ich nicht ertragen. Ja. Männer, die Frauenstimmen nachmachen. Frauen, ja, die Männerstimmen nachmachen. Ja, Männer, die Frauenstimmen nachmachen, ist noch schlimmer. Das ist, beides schlimm. Das ist wirklich wichtig bei mir auch, wenn ich Hörbücher höre. Ja. Dann ist wirklich besser, man kauft sich das Buch und liest sich selber vor. So, jetzt haben wir so lange darüber geredet. Das ist dein neuestes Werk, Das größte Glück im Leben. Eigentlich müsste ich jetzt einen Champagner trinken und keinen Rotwein, aber ich stoße trotzdem mal drauf an. Vielleicht wird es ja was, ich hoffe. Ja, sag mal, um was geht es da? Kannst du das kurz unseren Zuschauern umreißen? Die Initialzündung war mal wieder ein Bekannter, der in Frankreich ein großes Ferienhaus gekauft hat für sich selbst. Und ich habe dann gefragt und er hat gesagt, er wusste, da sitzt eine alleinerziehende Mutter drin mit zwei Kindern, alleinerziehend, und die wird sich das nicht mehr lang halten können. Und er hatte viel Geld und dachte ich mir, naja, dann kannst du es ja jetzt kaufen und kannst ihr da ein bisschen vielleicht... Das war aber genau das Gegenteil der Fall. Man wartet, bis der wirklich die Luft ausgeht und sie überhaupt nichts mehr hat. Dann muss sie nämlich verkaufen. Und das war so, das habe ich jetzt ungefähr 30 Jahre mit mir rumgetragen, diese Geschichte. Und habe die jetzt nach Timmendorfer Strand. Und deswegen das größte Glück im Leben sind wirklich Freunde. Wenn du in eine missliche Situation kommst und am Schluss sind Freunde da, die zusammenstehen und dir einen Zusammenhalt bieten, dann ist es für jeden, glaube ich, ein großes Glück. Weil da kann sich dann wirklich noch mal irgendwas bewirken lassen. Gabi, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Erfahrungen, die du uns weitergegeben hast, für deine Impulse. Und ich hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, diese Impulse nutzen, um vielleicht die Geschichte, die in Ihnen wohnt, nun auch zu Papier zu bringen. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Meet Your Master, der Talk. Bis dahin, alles Liebe und auf Wiedersehen. Danke, lieber Rainer. Danke.